Herzlich willkommen bei Motorwoche, heute mit dem neuen Skoda Scala. Scala bedeutet im Lateinischen Treppe oder Leiter und mit dem neuen Skoda Scala haben die Tschechen gegenüber dem Vorgänger Rapid mehrere Stufen auf einmal genommen. Mit 4,36 Meter ist der Scala 11 cm länger als der Golf 7 und bietet auch fast überall mehr Raumgefühl. Die Front zeigt das neue Markengesicht von Skoda. Das Heck ist durchaus gelungen. Neue filigrane Rückleuchten und die weit heruntergezogene Heckscheibe sind Erkennungsmerkmal des Scala. Auch der Innenraum wurde neu gestaltet und er wirkt nun deutlich hochwertiger und moderner. USB-C sowie Wireless Apple CarPlay sind im Scala erhältlich. Überrascht hat uns der für diese Klasse gigantische Kofferraum von 467 bis 1410 Liter. Unter der Haube gibt es die üblichen 1 Liter TSI und die 1,5 Liter TSI Motoren sowie den 1,6 Liter TDI und den 1 Liter Erdgasmotor. Wir fahren den 1,5 Liter TSI mit 150 PS und dem 7-Gang DSG. Dieser hat ein Drehmoment von 250 Newtonmetern und braucht 8,2 Sekunden auf 100 km/h. Bei 219 km/h ist Schluss. Den Verbrauch geben die Tschechen mit 5 Litern an. Preislich fängt der Scala bei 17.350 Euro an. Unser Testwagen in der Ausstattungsvariante Style liegt bei ca. 32.000 Euro. Wir sind unterwegs im neuen Skoda Scala. Ein Name, den man bei Skoda bis jetzt noch nicht gehört hat, denn der Vorgänger hieß Rapid Spaceback. Richtig. Und der war ein bisschen bieder, vielleicht auch ein bisschen einfacher gestrickt als der hier. Genau. Weil der überzeugt auf jeden Fall mit hochwertiger Verarbeitung, viel Schnickschnack, den man hier wählen kann und auch sehr schicken Sitzen. Und vor allem auch viel Platz. Ja. Denn er ist zwischen dem Fabia und dem Octavia quasi angesiedelt. Also er ist größer als der Fabia, ein bisschen kleiner als der Octavia, aber er ist größer als ein Golf. Ja. Obwohl er auf der MQB A0-Plattform basiert, also auf der Polo-Plattform. Und das erste Auto im Skoda-Konzern ist, das jetzt die neue VW-Plattform nutzt. Die Motorenauswahl oder die Motorenpalette ist natürlich aus dem VAG-Konzern bekannt. Wir fahren hier den 1,5 Liter TSI mit 150 PS und 250 Newtonmeter, den sind wir ja damals auch im Polo so gefahren. Richtig. Nur da hatten wir, glaube ich, einen Handschalter und hier haben wir jetzt einen 7-Gang DSG. Und das ist auch die Motorisierung, die eigentlich am besten zu dem Scala passt. Er ist wirklich schön motorisiert, schnell genug und er hat einen guten Durchzug. Die 1 Liter Turbomotoren sind halt eher ein bisschen schwächer, aber auch in Ordnung. Des Weiteren gibt es auch eine Erdgasvariante seit kurzem mit dem 1 Liter und 90 PS. Bei dem 1,5 Liter gibt es das 7-Gang DSG oder auch eine 6-Gang Handschaltung. Er braucht ungefähr 8,2 Sekunden auf 100 km/h und schafft 219 Spitze, was wirklich eine ordentliche Höchstgeschwindigkeit für 150 PS ist. Auf jeden Fall. Und für mich ist er auch vor allem genau das Auto, was Skoda irgendwie die ganze Zeit noch gefehlt hat, weil es in dieser Golfklasse nicht wirklich was gab. Ne? Ja. Es gab diesen Fabia, der aber immer ein Tick zu klein war. Dann gab es den Octavia, der aber eigentlich eher ein Kombi war, statt ein Kompaktklassewagen, also eigentlich mehr so wie so ein Golf-Variant. Ne? Mhm. Und jetzt gibt es halt den Scala, der genau diese Lücke füllt und der das meiner Meinung nach echt, echt gut macht. Was mir vor allem sehr gut gefällt, ist natürlich das Preis-Leistungs-Verhältnis bei Skoda, was man definitiv nicht außen vor lassen kann, weil man hat die Technik, die im VW-Konzern natürlich zu Hause ist. Man hat die gleiche Technik, die es natürlich auch in einem Golf oder einem Polo gibt und bezahlt um einiges weniger an Geld und bekommt dazu noch diese ziemlich geilen aussehenden Sitze, meiner Meinung nach, die es ja so beim Golf oder beim Polo nicht gibt, was ich echt sehr, sehr cool finde. Was mich sehr begeistert, ist auch das sehr geringe Gewicht. 1260 ja. Kilogramm, das ist ja wirklich Wahnsinn für so ein großes Auto. Und da hat Skoda auf jeden Fall seine Hausaufgaben gemacht. Also man muss noch mal ganz kurz sagen, weil Patrick jetzt sagt, so ein großes Auto, er ist größer als ein Golf. Ja. Also wir reden jetzt natürlich vom Golf 7, nicht vom Golf 8, aber er ist größer als ein Golf 7, hat größere Ausmaße. Es fühlt sich jetzt hier beim Fahren nicht unbedingt so an, als ob er größer wäre, weil er einfach, weil ein Golf 7 auch generell schon genug Platz mitbringt und man hier auch einfach mehr als genug Platz hat. Aber wenn man sich die Ausmaße anguckt und vor allem auch den Kofferraum, dann merkt man, dass das Auto auf jeden Fall mehr Platz hat als ein Golf 7. Und das für weniger Geld mit der gleichen Technik ist natürlich echt ein Argument. Dazu kommt, dass auch alle Ausstattungsfeatures, die es fast bei einem Golf gibt, hier auch gibt. Wir haben jetzt nicht die Variante mit einem digitalen Cockpit, aber die Variante gibt's. Und man muss dazu sagen, dass es das erste Auto ist im Konzern, was Apple CarPlay über Bluetooth oder WLAN unterstützt. Wir sind gemeinsam im Passat. Die sind ja ungefähr gleichzeitig auf den Markt gekommen. Und das ist schon unglaublich. Gerade in dieser Klasse ist das ein Alleinstellungsmerkmal. Es wird natürlich jetzt immer mehr kommen, dass die Autos das haben werden. Ne? Natürlich. Aber trotzdem ist es natürlich cool fürs
Skoda, dass sie so früh mit dabei sind, weil normalerweise ist Skoda immer die Marke im Konzern, die alles als letztes bekommt, leider. Mhm. Meiner Meinung nach sehr unverdient, weil Skoda wirklich sehr, sehr gute Autos baut. Aber hier waren sie jetzt echt früh dran, durften als erstes dieses System auch mit nutzen und sind mit dem Passat jetzt zusammen, wie du schon gesagt hast, was das angeht, ganz vorne mit dabei. Und das funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut und verbindet sich auch sehr schnell und ist natürlich wesentlich entspannter, wie ständig mit diesem Kabel rumzuhantieren, wenn man Apple CarPlay benutzen will. Aber auch der Innenraum an sich ist natürlich, wie man das aus dem VAG-Konzern kennt, sehr robust verarbeitet. Es wirkt nicht ganz so hochwertig wie in einem Golf, weil einfach die Materialauswahl ein bisschen günstiger gewählt ist, was natürlich aber für den Preis spricht. Da muss man natürlich abwägen, legt man die 5, 6, 7.000 Euro mehr für einen Golf drauf und macht das Ganze dann nochmal optisch ein bisschen schicker mit schöneren Materialien oder sagt man, nee, solange es robust ist und gut verarbeitet ist, reicht mir das vollkommen aus. Ich brauche nicht hier und da überall Softtouch und Leder und sonst was. Mir reicht das, wenn das halt Hartplastik ist. Das hält und das ist nicht schlimm für mich und dann spare ich mir lieber das Geld und kaufe mir einen Skoda, weil von der Technik her ist es wirklich exakt dasselbe. Was das Fahrverhalten angeht, macht der Scala auch keine Abstriche. Das Auto fährt sich ganz traditionell wie ein VAG-Auto im Kompaktklasse-Segment. Also ob ich jetzt einen Seat Leon fahre oder ob ich jetzt einen Golf fahre oder ob ich einen Polo fahre, das ist immer genau das, was man von diesen Autos erwartet und auch genau das macht der Scala hier auch. Das Getriebe funktioniert gut, die Lenkung ist VAG-typisch, sehr, sehr leichtgängig und sehr, sehr komfortabel und auch das Fahrwerk ist nicht zu hart, nicht so unsportlich, aber trotzdem nicht unkomfortabel für lange Reisen. Das ist genau die perfekte Mischung und genauso wie ein Auto unter Kompaktklasse auf jeden Fall sein sollte. Dazu kommt, dass wir aber auch hier trotzdem unseren Fahrmodi-Schalter haben, wo wir verschiedene Sachen einstellen können. Natürlich von Sport, Eco über Normal oder auch den individuellen Modus. Und hier gibt es dann auch natürlich Fahrwerksanpassungen von Sport über Normal. Das heißt, DCC-Fahrwerk ist auch hier im Auto verbaut. Auch die Geräuschkulisse bei über 100 km/h ist wirklich sehr angenehm. Man kann sich gut unterhalten. Und was mich auch sehr überrascht hat, ist der Verbrauch. 5 ja. Liter gibt Skoda an und wir sind bei... Ich habe es ganz easy mit 5,8 Litern geschafft, ohne mich großartig anzustrengen. Zwischen 130 und 160 war ich unterwegs. Ich denke mal, wenn man sich anstrengt, kommt man sehr nah in die 5 Liter Richtung. Und ja, das ist für ein 1,5 Liter TSI eigentlich ein sehr normales Verbrauchsbild. Wie schon im Voiceover gesagt, das Auto ist wirklich sehr günstig eingepreist. Wir fahren jetzt wirklich die Style-Ausführung mit fast voller Ausstattung. Ich glaube, es fehlt nur das digitale Cockpit. Dafür kostet er knapp 34.000, 33.000 Euro und vergleichbarer Golf liegt da so bei 37.000 bis 38.000 Euro mit derselben Ausstattung. Dafür habe ich aber hier deutlich mehr Platz, vor allem mehr Kofferraum. Das ist ja Wahnsinn, was da hinten reingeht. Und er geht noch elektrisch auf und zu. Das ist in dieser Klasse auch was Besonderes. Deswegen finde ich den Scala wirklich sehr fair von der Einpreisung und ein doch sehr großer Konkurrent des Golf. Das war unser kleiner Test vom Skoda Scala. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob er ein würdiger Golf-Konkurrent ist oder eher vielleicht sogar der schlauere Kauf.